Ist eine Hausnummer, gell? So. Ja, das läuft schon, oder? Ja, der schneit alles so zusammen, das ist ja, super. Läuft schon. Er kommt einfach. So. Läuft schon, ja, wir sind schon drauf. Herzlich willkommen zum 12. Ingolstädter Smalltalk. Und neben unserem Freund Gandhi ist der Roland mit am Start heute. Roland Voitsch, der Stanzelsänger ist und Organisator und auch eine besondere Veranstaltung hat. Die ganze Veranstaltung ist im Juli. Dazu kommen wir aber ein bisschen später. Vorher Rückblick auf die letzte Woche. Wo waren wir? Wir waren bei Rock im Park und da zeigen wir jetzt einen kurzen Ausschnitt. Auf der Beachparty in Altmannstein. Das Wetter hat gepasst, ein Riesenzelt, über 1000 Leute. Und da haben wir auch ein kurzes Video. Damit kommen wir zu den News aus Ingolstadt und der Region. Ihr wisst nicht, was ich vorbereitet habe. Darum lasst euch überraschen. Fangen wir damit an. Und es würde mich jetzt gerade hier interessieren bei dir, Gandhi. Hast du Kinder, Roland? Nein, du hast keinen. Okay. Aber trotzdem hast du sicherlich auch eine Meinung zum Zirkus Krone. Zirkus Krone kommt 2019 nach Ingolstadt und soll die nächsten Jahre hier immer zu Weihnachten ansässig sein. Jetzt haben sich da wieder viele Gegner formiert, die den Zirkus nicht haben wollen oder allgemein keine Zirkusse mögen. Wie ist eure Meinung zum Zirkus oder Zirkus Krone? Oh, schwierig, oder? Eigentlich. Ja, ganz schwierig. Ja, schon schwierig. Es setzt dem Ganzen die Krone auf, der Riesen. Ja, diese Zirkelerei, ob das jetzt wirklich so ist, ob das. Es ist schwierig. Die einen sagen so, die anderen so. Also, ich bin auch ein bisschen. Also, ich weiß nicht, ob ich, wenn ich Kinder hätte, wo ich da hingehen würde. Ich eher nein, so wie das aussieht. Nein. Okay. Bei dir? Ja, ich habe auch eine klare Haltung zu dem Ganzen. Mittlerweile muss ich echt sagen, ist es schon längst überholt, dass man Wildtiere in einem Zirkus hat. Das darf nicht mehr sein, zumindest bei uns in Europa nicht, in anderen Ländern keine Ahnung, aber bei uns, so wie wir leben und mit den Werten, die wir haben, darf das wirklich nicht mehr sein. Ich habe beide gesehen und das ist noch gar nicht so lange her, beim Roncalli war ich und beim Zirkus Krone. Roncalli hat komplett die Wildtiere heraus. Mhm. Da findest du nur noch Artistik, super geil, war ein toller, toller Zirkus. Der Zirkus Krone brauchen wir nicht reden, auch super toll. Riesen Darbietungen, tolle Leistungen, alles wunderbar, bis auf die Sache mit den Wildtieren. Also und da muss ich sagen, es ist eigentlich nicht mehr vertretbar, dass man das macht. Aber anscheinend will der Zirkus Krone das weiterhin so machen mit den Tieren. Ich weiß nicht, ob sie das auslaufen lassen, weil man kann ja jetzt auch nicht von heute auf morgen sagen, so, und jetzt werden wir den Dompteur mit den Löwen und ist der mal jetzt alles aus, sondern man muss dafür dann auch nicht mehr Tiere nachbringen oder weiterzüchten und das Ganze, das muss man halt dann auslaufen lassen. Aber dann muss halt Zirkus Krone klar Stellung nehmen und das haben sie bis jetzt nicht gemacht. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Gebe ich dir auch recht. Und wir hatten mal den Zirkus Flickflack in Ingolstadt. Habt ihr den gesehen? Nee. Das ist ein Zirkus, der rein auf Artistik macht. Da sind BMX-Fahrer und Jongleure und alles. Auch geil. Also war wirklich eine ganz tolle Veranstaltung, war auch super gebucht hier in Ingolstadt. Sowas finde ich fantastisch. Und Wildtiere, wie gesagt, braucht man nicht. Im Zoo sind ja eh welche. Also ich sehe schon, hier gibt es keine richtigen Befürworter vom Zirkus, sondern eher kritische Stimmen. Ja, richtig so. Ja. Dann, 600.000 Euro hat ein Ingolstadter gewonnen. Und zwar hat er bei der Lotterie mitgemacht, SKL, und 600.000. Und es hat aber gerade keinen Armen erwischt. Der Gewinn sei wie ein Joker obendrauf, so der Schanzer. Finanzielle Probleme hat er nicht, aber er möchte einfach mal eine Auszeit nehmen und durch die Gegend tingeln. 600.000 Euro, was macht ihr mit dem Geld? Was würdet ihr machen? Also, die Idee finde ich schon mal gar nicht schlecht. Ich würde auch tingeln. Sich die Welt anschauen, das ist, glaube ich, das Schönste, was man machen kann. Finde ich gut. Ganz ehrlich gesagt. Also auch eine Weltreise, oder? Ja, eine längere Weltreise. Dürfte dann schon mal ein paar Jahre dauern. Okay, wohin? Nach Heppberg. Das ist schwierig. Heppberg ist natürlich gleich Bewerbung zu machen. Heppberg und Buxheim, da fahren wir hin.
Ist halt alles, das, wie Sie sagen, nee, gibt's Mittelpunkt Bayerns, sag ich mal, das Tor zum Altmühltal. wo würde ich hin? Definitiv wieder nach Hawaii. Hawaii ist so mein Traumziel. Australien, Neuseeland. Also die Welt bereisen. Natürlich. Darum auch Weltreise. Mal raus aus Doling und Kasing und Großmärchen. Heppberg, oder? Heppberg vor allem. Heppberg, natürlich. Da muss man nicht raus. Da muss man nicht raus. Ja, 600.000 ist natürlich jetzt eine Summe, wie man sagt, für den Daniel und für mich ein Tropfen auf dem heißen Stein. aber 5 Millionen ist halt sehr unwahrscheinlich, dass man die schnell mal gewinnt. 600.000, was würde ich machen? Ich glaube, ich da zum Pizza essen gehe, den Rest da mit dir und mit dir irgendwo. Nein, natürlich da ich das schon bedacht anlegen, beziehungsweise da auch einen Teil mit Sicherheit spenden für gute Sache. Nicht nur abgeben das Geld, sondern auch dann wirklich dahin tun, wo es auch gut tut und wo man das auch sieht, dass es gut tut. An den Zirkus Krone zum Beispiel. Ja, mit Sicherheit. Ganz, ganz, ganz wichtig. Und hier unser drittes und letztes Thema vorerst. Geisterbahn Edi packt die Gespenster ein. Ja, er war hier Jahrzehnte, war er auf dem Volksfest, jetzt dieses Jahr auch, ich war auch dort. Mhm. Und er hört jetzt mit der Geisterbahn auf. Er sagt hier auch, die Zeit ist so für ihn jetzt erst einmal vorbei. Wie steht ihr so zu Geisterbahnen? Seid ihr Geisterbahn-Fans oder geht ihr nicht so gerne hin? Also jetzt, wenn ich vom Ingolstädter Volksfest hergehe, also da braucht man fast keine Geisterbahn, da laufen nur Geister umeinander. Ja, aber ansonsten, ich finde es aber ganz amüsant eigentlich. Ja, Geisterbahn gehört eigentlich schon mit dazu, finde ich, ein bisschen auf so einem Volksfest. Ja. Ja, ich finde es gut eigentlich. Da waren dann die 600.000 Euro. Ja, in München gerade. In München haben sie mit Live-Künstlern gehabt, Live-Akteuren. Und das fand ich jetzt natürlich noch mal besser. Aber an sich, also ich bin ein Riesenhorror-Fan. Ja, ich finde es auch nicht schlecht. Mein Sohn ist auch begeistert. Wenn er dann, je näher er hinkommt auf die Geisterbahn, desto mehr tritt er zurück und sagt, Papa, schauen wir es doch von außen an. Aber als Kind weiß ich, ich bin ja oft gefahren und dieser Schau alleine schon, wenn du siehst und siehst dann die Figuren außen schon. Langt das schon, das beeindruckt ein Kind unwahrscheinlich. Aber ich habe mir gestern gedacht, ich hätte sogar vielleicht einen Verbesserungsvorschlag in diese Richtung. Wir haben den letzten Jurassic World angeschaut. Jetzt gibt der neue, ist er jetzt im Kino. Und ich habe alle Jurassic Park Filme gesehen. Und dann ist mir die Idee gekommen, ich darf jetzt von der Geisterbahn weggehen und da eine auf Art Geisterbahn, aber mit Jurassic World machen. Alles mit Dinosaurier da drinnen. Ja. Und man, da kann man halt so viel machen mit der Technik, das ist ja eh der Hammer. Und dann halt auch noch die Gebilde, Kreaturen so ausstellen, aber halt auch viel mit Computeranimation. Und das gefällt, ich weiß das von meinem Sohn, das gefällt den Kindern unwahrscheinlich. Ja. Und der Dinosaurierpark, wo bei uns in der Nähe ist, der kommt ja auch super an. Ja. Also so eine Art Geisterbahn mit Dinosaurier. Also das kann ich mir super gut vorstellen. Dann haben wir jetzt eigentlich schon einen Nachfolger, oder? Geister Gandhi. Saurier, der alte Saurier Gandhi, ja genau. Ich lade dich auf jeden Fall ein zu der 90er Megaparty im Herbst, weil die wird unter dem Motto Jurassic Park sein. Echt? Ja, das ist ein Film aus den 90ern und ich suche aber gerade noch die lebensgroßen Saurier, um wieder aufzustellen. Gandhi schon. Aber hallo. Megaparty im Herbst mit und das war's Gandhi nicht, als Dinosaurier. War nicht abgesprochen. Nein. Das passt doch. Bin aber dann der Babysaurier, gell? Bin noch nicht ausgewachsen. Und damit kommen wir zu den kommenden Veranstaltungen und deswegen bist ja auch unter anderem du hier. Richtig. Denn jetzt kommen wir zu zwei karitativen Angelegenheiten und die eine ist der, darf ich mal selber hier in die Kamera halten, der Heppberger Hoffnungslauf. Genau. Erzähl bitte was dazu. Der Hoffnungslauf in Heppberg geht natürlich alles im guten Zweck. Anmeldung 15 Euro, ganz normal, einfach nur überweisen. Es gibt ein T-Shirt dazu. Das Schöne daran ist, es findet im Freizeitgelände im Steinbruch Heppberg statt. Die Runde ist so circa 3 Kilometer. Das kann jeder mitlaufen, die kann man gehen, die kann man kriechen, die kann man das mit dem Kinderwagen. Wir. Richtig. Ja, was genau. Für uns, ja. Gerade du mit dem Kinderwagen. Mhm. Und wie gesagt, alles, was hier eingenommen wird, wird gespendet. Also es ist unglaublich, wie viele Firmen, die sich jetzt auch schon beteiligen, wie viel sich bereit erklärt haben, freiwillig was zu tun. Mhm. Es ist auch so, wenn dann, man kann vor dem Ziel quasi dann sich entscheiden, okay, rennt man nochmal eine Runde, also diese 3 Kilometer kann man maximal 4-mal laufen und bei jeder Runde bekommt man ein neues Bändchen und wenn man diese Bändchen dann maximal 4 dann im Ziel abgibt, dann hat man quasi nochmal pro Runde 2 Euro eingelaufen quasi, muss man nicht selber bezahlen, sondern da kommen Sponsoren,
die dann quasi für diese Läufer, die pro Runde laufen, quasi extra nochmal pro Runde 2 Euro drauflegen. Das heißt, ein Teil der Anmeldegebühr, die wird gespendet und dann eben maximal 8 Euro, die durchs Laufen richtig erbracht werden. Und dann natürlich auch nochmal Sponsoren, die sagen, pass auf, nicht nur durch die Runden, sondern ich spende mal einen Festbetrag. Super. Und man darf jetzt sagen, von diesen 15 Euro kann man wirklich auch sagen, da kommen mindestens 12 Euro an. Also wirklich dieser Betrag für T-Shirt und allem drum und dran ist so gering gehalten, bin ich auch sehr stolz, dass da die Firmen auch alle so mitgehen. Und, ist das Geld, was hier reinkommt die ganze Zeit, ist immer 1 Euro? Das klingelt, Sie können jetzt, liebe spenden. Gäste, auch schon spenden. Jeder Aufruf wird sofort mit einem Klingelton bestätigt. Wir sind jetzt bei, glaube ich, 4.365.722. Bleibt dabei, wir wollen eine runde Summe machen. Schauen, dass wir auf 10 Millionen kommen. Das wäre doch cool. Also, seid dabei, ich bin auch dabei. Daniel und ich, wir spenden auch 100%. Cool. Also, das freut mich. Seid dabei. Also, du bist ja der Veranstalter. Das heißt, mit wie vielen Gästen rechnest du? Um das Ganze ganz kurz zu erklären, Hoffnungslauf, auch wir laufen wieder für die Miriams Hoffnung, das ist ein Kind, das bis ein Jahr ganz normal aufgewachsen ist und dann sich jetzt leider zurückbildet, wegen einem Defekt quasi. Und wir haben jetzt für 4 gesagt, das ist ein Klinikumslauf, Hoffnungslauf für Miriam, das war es natürlich nicht für die Miriam selber, sondern für dieses Syndrom Rett-Syndrom, sagt man ja dafür. Für die Organisation, die unter anderem auch genau die unterstützt. Genau, quasi hier weiter forschen, um diese Krankheit zu heilen. Sternstunden, regional und auch UNICEF haben auch gesagt, die machen wir dazu. Also für die 4 Sachen. Und da sollten wir natürlich alle mit angreifen. Sehr gut. Anmelden kann ich mich? Ganz einfach, steht alles auf dem Flyer drauf. Und okay. Ich glaube, ich verlinke es auch hier noch unter dem Video, da könnt ihr euch anmelden. Genau. Für die ganze genau, Familie auch ein schöner Ausflug. Die Frage war ja, wie viel laufen oder wie viel kommen da. Ich würde mich freuen, wenn es bis zu 400 Läufer werden und wenn es noch mehr werden, dann freue ich mich natürlich umso mehr. Bis jetzt haben wir ja schon 60 Anmeldungen. Das ist, ich sage mal, in dem Zeitraum jetzt bevor, also 1,5 Monate vorher, ist das schon eine super Sache. Ja. Und wir haben auch schon sehr viele Sponsoren. Deswegen, ich freue mich auch nochmal für jeden Sponsor, der nur mitmacht, wirklich. Also kann man sagen, dass hier auf jeden Fall Beträge so um die 5.000 Euro oder mehr? Das hoffe ich doch. Ja. Also Leute, lauft's mit, überwiesen werden, meldet euch an und wenn es sonst, ist noch nichts, vielleicht dann erst nächste oder was, dann genau. Kontonummer ist Bankleitzahl oder kann man dann alles ganz gemütlich überweisen und dann ist das für eine super gute Sache. Richtig. Und auch das haben wir natürlich gekoppelt mit einem großen Fest in Heppberg. Und das jetzt kommen wir. Jetzt ist jetzt interessant. Nicht unbedingt Schleichwerbung, aber auch dieses Fest, dieses Sommerfest in Heppberg, die haben sich auch bereit erklärt, von in der Früh bis Mittag, quasi alles, was sie verkaufen, mehr oder weniger alles, was eingenommen wird, mehr oder weniger auch zu spenden. Also super. Das ist natürlich super. Also 21. Juli. Genau. Da wünsche ich dir und natürlich auch allen Beteiligten ganz viel Spaß, gutes Wetter und gutes Gelingen mit viel Geld zusammenkommen. Das freut mich. Genau. Und im Juli auch, kann man sich auch jetzt anmelden, darf man ganz kurz die Ente haben? Natürlich. Haben wir das Entenrennen wieder in Ingolstadt vom Lions Club, auch für einen guten Zweck. Wir sind hier mit Winterbeats. Ist das eine Attentatsente, eine Selbstmordente? Ja, schaut aus, wenn so kleine Sprengstoff dort hat. Ja. Mit der Winterbeats-Ente mit dabei, wenn man nächstes Jahr 10-jähriges und deswegen wird sie wieder am Start sein. Lions Club Ingolstadt im Juli ebenfalls auch eine Veranstaltung. Da muss man jetzt nicht so viel machen wie bei euch, sondern man nimmt die Ente und die wird dann ins Wasser gelegt, fertig. Aber auch für einen guten Zweck. Ja, wobei einfach bei beidem dabei sein, beim Entenrennen und beim Heppberger Hoffnungslauf. Ja, das war's erstmal. Das war's für heute. Dankeschön an Roland und an Gandhi und natürlich an euch. Bis nächste Woche. Servus, pfiat euch. Ciao. Ciao.